Willkommen, Freunde, wir schauen uns heute mal Unbound Worlds Apart Prolog an. Und zwar die Demo-Version soll 2021 erscheinen. Ist wohl ein Jump'n'Run, gab es jetzt als Demo auf Steam. Und das gönnen wir uns jetzt mal. Geht schon ganz niedlich los hier. Ja, das typische Jump'n'Run. Mal gucken, haben wir noch andere Optionen? Okay. Könnte so eine Art Schutzschild sein. Ist natürlich sehr nice gezeichnet, muss man sagen. Sehr niedlich aus. Hello, sorry, are you excited for this evening's ceremony? Ich glaube schon, ne? So. Wir lassen das jetzt mal so stehen und werden das hier alles gleich übersetzen. Es soll auf jeden Fall eine Zeremonie geben. Und ich bin Teil des Rituals. Die Kapuzenträger sehen ja geil aus. Auch geil, dass ich so eine Art Fackel auf meinem Kopf habe. Und mein Hut. Ah. Ach, ich kann hier laufen. Okay, dann kann ich den schieben. Ach schon, ja, irgendwas stimmt doch gerade nicht. Voll am Stau. Was ist denn da los? Diese Option, die ich habe, und zwar die hier. Geht das überhaupt noch? Warte mal, hier geht springen. Die hier. Die sah so aus wie die Geschichte, die ich gespielt hatte. Die da lief. In dem Fall scheint alles in Brand zu geraten. Oh, schnell laufen? Nee, ne? Jetzt geht's rein ins Portal. Oh! Die müssen wir mal angucken. Nice aus. Aua. Bin ich denn reingefallen? Okay, wir können schon mal nicht ertrinken, das ist gut. Wir müssen wahrscheinlich hier lang. Okay, ich kann dann immer umschalten, ja? Das heißt, jetzt hier lang gehe und mach so, und dann komme ich hier weg. Ah. Aber das wäre ja gut, wenn ich den schieben könnte. Hier. Ach, denn erscheint was anderes. Ja, das ist auch eine geile Idee. Das erinnert mich ein bisschen an das neue Giana Sisters. Das ist ja auch von der Art her so. Dass man immer so zwischen zwei Welten hin und her springen kann. Ja, von der Idee her finde ich das schon sehr geil, muss ich sagen. Nicht schlecht. Thank you.
Frage nur, wie komme ich hier hoch? Da muss es ja eine Lösung für geben. Ah, da bin ich... Okay, da darf ich nicht drauf fallen. Ich dachte so, dann verändere ich da irgendwas. Doppelsprung geht auch nicht. Ja, das war auch nicht gut. Ah, okay. Jetzt haben wir's. Muss man auch erstmal drauf kommen. Aber das ist schon wieder so eine Idee, sage ich mal, die ist echt super. Mit gewissen Sachen rechnet man gar nicht, dass sie so innovativ sind. Also die Jump'n'Runs haben die letzten Jahre echt noch richtig dazu gewonnen. Also an Qualität dazu gewonnen. Oh. Ich kann den sogar ziehen. Okay. Das haut irgendwie nicht hin. Wir müssen jetzt mal überlegen. Okay, der Stein ist sozusagen, ja, also der Käfer ist, wenn ich ihn umwandle, der Stein. Wenn ich jetzt so mache, dann ist der Stein da. Den quasi den Käfer nach da schiebe und laufe hier hin. Trotzdem nicht weiter. Ah, okay. Ja, man muss immer so ein bisschen versetzt da auch gucken, irgendwie. Das klappt bei mir noch nicht so ganz. Dass man nicht nur links, sondern das auch ein bisschen nach rechts packt und so. Ah, schöne Demo, also kann man zocken, warum nicht? Manchmal sucht man ja so ein paar Arcade-Games, die man zwischendurch mal spielen kann. Ohne dass es jetzt immer so eine riesen fette Story sein muss. Na, sorry. Okay, da können wir die Map. Dann können wir uns auch teleportieren und so, ne? Okay. Okay, sagt, wir sind hier so ein bisschen zu spät. Soll uns aber nicht stören. Ah, da können wir hochklettern. Die Figur ist sehr geil gezeichnet, echt. Sieht niedlich aus, auf jeden Fall. Ach, jetzt können wir wieder das Portal aktivieren. Muss ich natürlich ein bisschen aufpassen.
Kann ich denn ertrinken? Ja, ne? Ja. Schon die Idee, vielleicht komme ich dann ja hier zum Portal. Hier geht's wieder nicht. Schade. Mal, geht's denn hier unten eigentlich lang? Ach, da können wir ja auch lang. Sieht so aus, als könnten wir da unten fallen. Aber ist Gott sei Dank nichts passiert. So eine geile Idee, so schwarz-weiß, ein bisschen rot. Schade, dass ich den Kreis selber nicht steuern kann. Geht immer auf und zu und ersperrt mir die Sicht so ein bisschen. Kann ich irgendwas machen? Nee. Nee. Okay, es geht aber noch. Eine knappe Geschichte. Aber ich habe mir schon fast gedacht, dass sie zu groß ist. Ja. Das nenne ich doch mal eine sehr gute Leistung. Okay. Da müssen wir jetzt warten, bis es groß ist. Ah. Okay, also wenn wir stehen, wird es groß. Wenn wir springen, wird es klein. Das kriegen wir, müssen wir hinkriegen. Oh nein, ey, da, warum fahre ich denn da rein? Okay, da muss ich ein bisschen geduldiger sein. Da muss ich halt. So. Jawohl, das hat sich ausgezeichnet. Ich finde auch, man muss ab und zu mal einfach ein bisschen warten. Ja, war jetzt auch nicht mein bestes Timing. Ah, shit. Vielleicht kann ich ja die Spinne dahin locken. Ah, scheiße. Ah, ich hasse das. Timing, Timing, Timing. Ja, sehr gut. So von der Idee her, oh, das war knapp. War das, ist das echt genial gemacht? Sehr innovativ. Wir müssen jetzt aufpassen. Shit. Es gibt manchmal so kleine Treffer. Könnte man sich auch sparen. Den Hebel haben wir umgelegt. Jetzt können wir hier rein, ne? Warte mal gucken. So, unbound worlds apart. To teleport to a monument. Okay, will er nicht hin teleportieren? Egal. Spielen wir es erstmal so weiter.
auch wieder Timing-Geschichte. Ja. Manche Dinge sind halt schwierig. Aber sowas ist nicht schwierig, sowas ist dumm. Wenn man einfach nicht geduldig war. So, während der fällt, kann ich eigentlich... Okay, das haut noch nicht so ganz hin. Oh. Shit. Das ist echt jetzt gemein mit der Spinne, weil... Ah, scheiße, scheiße. 1000 Tode sind wir jetzt schon gestorben. Okay. Die Spinne fällt dann wahrscheinlich unten in die Stacheln rein. Mann. So, Konzentration. Fällt runter und dann müssen wir schon weiter. Jetzt kommt die Spinne. Gut, 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 gut. Und wieder ein zu weit, ey. Ich glaub's doch nicht. Gar nicht so schwer. Komm, 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 komm. Ich bin Mafia. Ey, das ist doch so eine schöne Stelle. Ah, sehr gut. Jetzt dürfen wir natürlich nicht runterfallen. Oder uns treffen lassen. Man muss mal ein bisschen aufpassen, weil wenn jetzt hier noch andere Gegner kommen oder so, also nochmal eine Spinne, weil es gibt viele Menschen, die Angst vor Spinnen haben, dass sie die einbauen in so einem Game, wundert mich nicht. Okay. Geht's jetzt anscheinend irgendwie nicht weiter. Gucken wir mal, ob wir irgendwas bekommen haben, was wir verwenden können. Da nix. Nö. Wahrscheinlich müssen wir einfach nur wieder zurück. Und die Welt ändert sich. Nee, das kann nicht sein. Da muss irgendwas anderes sein. Was wir übersehen. Wir müssen wirklich in die andere Richtung zurück. Shit. Ja, aber so geht's auch. Dann sparen wir uns die Seite. Da geht's wirklich nicht weiter. Hier weiter. Oh, da steht einer. Oh, das ist ja echt übel. Ja, das ist einfach nur irritierend. Also, das ist jetzt noch nicht mehr so mega schlimm. Aber die kleinen Dinger sind übel. Alter Falter, da haben sich aber was einfallen lassen.
Das ist auch noch kein Thema, aber die Kleinen zu erwischen und dann rüber. Und dann auch im richtigen Moment. Happy Birthday, sage ich nur. Und dann auch geduldig sein. Hier zum Beispiel ungeduldig. Keine Chance. Geduldig sein. Warten. Warte. Sitz. Macht er nicht. Ja. Ist er groß? Jetzt können wir springen. Ja, groß. Wieder springen. Fällt runter. Rüber. Okay, da müssen wir. Da müssen wir vom Timing ja auch noch ein bisschen warten, sogar noch. Das ist ja echt übel. Aber wir packen das noch. Wir packen das noch. Wenn uns der Ehrgeiz schon mal packt, dann packen wir das. Bin da immer noch zu früh am Abspringen. Ich müsste noch mal kurz einen Moment stehen bleiben. So. Sprung. Ja. Das war genau richtig. Okay, da waren wir jetzt überall. Theoretisch müssen wir jetzt hier wieder lang, ne? Ja. Stand da eben noch irgendwas anderes? Nö. Vielleicht ist ja rechts jetzt das irgendwie auf. Okay, hier müssen wir jetzt nochmal rüber. Ich hoffe, dass die Spinne nicht wieder respawnt. Ah, doch, die spawnt wieder. Was ich komisch finde, wir haben da oben so einen blauen Stein. So, können wir da irgendwas benutzen? Hier nicht weiter. Wir müssen dann wirklich den Teleporter nutzen. Die Stelle ist echt übel. Na, hab ich mir schon fast gedacht. Aber es ist nicht schlimm, das ist aber gleich auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir mal gucken, Teleporter. To teleport to a monument. War ich auch hier? Nee, das muss. Wir können hier rechts rüber, da. Das haben wir noch nicht aufgedeckt. Macht er das jetzt nicht? Okay, oder muss ich hier fast travel und dann versuchen von da wieder nach da zu kommen? Hm, krieg ich jetzt nicht mehr. Doch, jetzt geht's. Hier muss es auch irgendwie weitergehen. Jedenfalls auf der Karte sieht es so aus. Ah, hier geht's auch weiter.
Durch das Tor, aber da sind wir auch schon durchgegangen, ne? Weit kann ich denn fallen? Ich muss es irgendwie schaffen, darüber zu gucken. Halt, falsche. Lass, ich gucke mal eine Karte. Bin ich da eigentlich hin? Nee, Find Fragment macht er nicht. Ist das überhaupt, wenn ich hier reinfalle, bin ich tot. Und wenn ich jetzt... So mache ich nicht tot. Nicht hier einen Stein ziehen oder so? Nee. Das ist so, ein, so eine Sache, die ich hier nicht verstehe. Wie soll ich denn da rüberkommen? Kann auch kein Stück irgendwie ein bisschen noch weiter nach vorne. Nö. Schade, ich dachte, ich kann den Kreis so ein bisschen verschieben. Ah, ich drücke mal den falschen Knopf. Weiter. Secret Place, okay. Da kommen wir auch gar nicht rauf, gar nicht lang. Okay, wir können es ja mal versuchen, hier drauf zu kommen. Ich habe auch gedacht, dass ich da auch hochklettern kann. Ja, wenn man nicht mal weiter weiß, ist das echt blöd, muss ich sagen. Da haben wir alles abgegrast. Und hier sind wir ja auch gekommen. Mal, haben wir
haben wir mit dem eigentlich schon gesprochen? Na, von da kommen wir ja. Müsste mal eine Richtung angezeigt werden, wo man ungefähr hin muss. So, wenn wir hier sind. Das war ja der Secret Place, so. Aber ich komme hier nicht rechts rüber, also kann ich nichts machen. Das ist ja blöd. Gibt es noch einen anderen? Was sind vielleicht hier im Verborgenen oder so? Hier sieht's aus, als wenn es weitergeht, aber dann würde ich ja hier reinfallen. Komisch. Versuchen wir nochmal. Kann ich nur nach unten. Oh, hier waren wir. Ich glaube, hier waren wir auch noch nicht. Ah, sehr gut. Es gibt auch noch Wege, die man findet. War noch nicht, wahr? Jetzt aber geduldig bleiben. Problem ist nämlich, wenn man zu hektisch ist, dann schließt sich der Kreis und dann ist alles dunkel und das möchte man ja auch nicht. Ich möchte schon sehen, wo es lang geht. Ein bisschen bekannt kommt mir das hier schon vor. Auf jeden Fall schon mal geschafft. Ja. Ah, jetzt geht das wieder los hier. Boah, das war knapp an der Mütze vorbei. Hat mir fast die Kerze ausgepustet. So, und wenn wir da gelandet sind, müssen wir kurz stehen bleiben. Genau, ein bisschen geduldiger, sonst schließt sich der Kreis und dann war's das. Oh, ich hasse
die Dinger ja, ey. Fällt runter und rüber. Ach, das war das hier. Genau, das kannten wir auch schon. Jetzt müssen wir da nochmal links geduldiger gucken. Weil der... dieser Kapuzen-Johnny da, der da rechts lag, der sich ausgeruht hat. Ja. Achso, hier ist nochmal der Hebel. Den haben wir ja auch schon mal gesehen, oder war der neu? So, jetzt haben wir hier die Tür geöffnet. Können wir hier rein? Irgendwie komisch, dass man rechts nicht weiter kann. Da links auch nicht. Naja, also ich würde aber sagen, wir haben es mal angezockt, haben es uns mal angeguckt. Ist auf jeden Fall nice. Wenn man sich das kauft, will man es natürlich zu Ende spielen. Das ist auch ganz klar. Und dann würde ich auch sagen, macht es echt Sinn, da nochmal genauer zu gucken, wo man da überall hin muss. So, wir können aber hier auch nochmal landen kurz und dann links rüber. Boah, da kommen wir ja auch her, aber okay, wir machen es einfach jetzt nochmal. So, zum Abschluss. Ist aber ganz cool, mal ganz neue Sachen zu entdecken. Sind wir ja auch gekommen. Ah. Okay. Oh, da ist aber empfindlich, ey. Wenn du da mal kurz gegenkommst. Ja, wie soll das funktionieren? Veräppeln oder... Vielleicht geht das da auch gar nicht mehr zurück. Nee. So, Freunde, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es mal angezockt. Das ist schon sehr geil. Erscheint 2021. Ladet euch das Demo auch mal runter und zockt es mal ein bisschen. Um einen Eindruck zu bekommen. Ja, Jump'n'Run. Nicht jedermanns Sache, aber schon ganz nice gemacht. Coole Ideen dabei. Ich würde sagen, abonniert den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentare, wie euch das Game gefällt, sehr gerne. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. So viel Zeit muss sein. Und dann bis dahin.